Superstar solltest du auch färben. David Hasselhoff! Ich komme mit wunderbaren Geschenken. Ist dein Manager der Pinguin? Das gibt's ja nicht. 8 fantastische Drehbücher. Kein Interesse. Was ist? Hast du meine E-Mail nicht gelesen? Doch, habe ich gelesen. Trinkst du schon wieder? Nein, nein, nein. Also konntest du klar denken, als du mir diese E-Mail geschickt hast, die aus 2 Wörtern bestand? Superhelden-Musical? Superhelden-Musical? Die Liste nochmal durch. Um das klarzustellen, ich habe die Stimme eines Engels. Ich sehe phänomenal aus. Ich bin stärker als die meisten Männer, auch wenn ich keine übernatürlichen Kräfte besitze. Ich habe schon gut. Doch wir sollten eins nicht vergessen. Du bist David Hasselhoff und nicht Christian Bale. Wow, wow, wow. Lass mich ausreden. Christian Bale wünscht sich, er wäre David Hasselhoff. Danke. Keine Frage, ich bin auf der ganzen Welt super berühmt. Ich meine, hey, in halb Europa gelte ich als Superheld. Ich weiß, was dein Problem ist, Barry. Wenn du mich ansiehst, dann siehst du eine perfekte maskuline Schönheit. Aber was du nicht siehst, ist das komplizierte menschliche Herz, das ich habe. Ich will der Welt mein wahres Ich zeigen. Die volle Dosis Hoff. Lies nur eins der Bücher, ich flehe dich an. Bitte. Hör zu. Wenn das eine rechte Frage ist, dann erschaffen wir unseren eigenen Superhelden. Tja, etwa der Electric Man. Er feuert Blitze aus seinem Schwanz. Dupe, dupe, dupe. Es ist nicht nur eine rechte Frage. Was dann? Weißt du noch, worauf wir uns geeinigt haben? Erreichbare Ziele. Erreichbar. Barry, ich habe ein sprechendes Auto gefahren, habe unzählige Menschen vor mutierten Zitteraalen gerettet. Na klar, im Fernsehen. Und auch im wahren Leben. In 2 Stunden wollen Fans von dir Autogramme. Konzentrieren wir uns darauf, denn das ist das wahre Leben. Und ich bin ein gottverdammter, zertifizierter, moderner Superheld. Und das werde ich dir auch beweisen. Ich liebe dich. Ich mein's ernst. Huah! Na toll, jetzt muss ich einen Mann um die Ecke bringen, der Blitze aus seinem Schwanz schleudert. Ich will verdammt sein, wenn diese Jacke nicht sitzt wie angegossen. David, du siehst einfach klasse aus. Wie eine zweite Haut, Barry. Weißt du, ich will wirklich nicht selbstverliebt klingen, aber wenn ich eine Frau wäre... Würdest du es dir besorgen? Ja, ich weiß. Das hast du schon oft gesagt. Und ganz ehrlich, Kumpel, es ist nicht möglich, sowas zu sagen, ohne selbstverliebt zu klingen. Also würde ich bei dem Spruch ein bisschen auf die Bremse treten. Na schön, fahren wir. Wir sind schon spät dran. Kate, kalkuliere die Zeit bis zum Zielort. Kalkuliere, Michael. Zeit bis zum Zielort, 12 Minuten, 14.63 Sekunden. Oh, nein, nein, ich habe da eine Stelle übersehen. Oh. Danke, Kumpel. Ist das dein Ernst? Wie viel bezahlt er Ihnen? Gar nichts. Ich krieg eine Rolle in seinem Superhelden-Musical, Mann. Aber es gibt doch gar kein Superhelden-Musical. Aber es wird eins geben. Es wird eins geben. Kid, geh auf Superverfolgungsmodus. Superverfolgungsmodus aktiviert, Michael.